und herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Weiter geht's beim Thema Smart Home. Heute sind wir mal nicht beim Thema Smart Home Neubau, was wir ja sehr viel gemacht haben. Heute sind wir nicht im Allgemeinen, sondern heute sind wir ganz im Speziellen. Wir beschäftigen uns heute mit der Lüftungsanlage. Was ihr hier seht, das ist der Teil einer Lüftungsanlage, weil die Lüftungsanlage, also zentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung. Da gibt es schon ein paar Sachen, die wir euch gezeigt haben. Da haben wir euch die Lüftungsanlage selber gezeigt. Da haben wir euch die Filter gezeigt. Die Filter, die dann die Luft, die von außen reinkommt, also die Partikel aufnehmen. Und die auch natürlich die Luft, die im Innenraum zirkuliert, wiederum auch dann die Luft gefiltert wird. Also das ist unten alles in der zentralen Lüftungsanlage sind die Filter integriert. Und da gibt es natürlich auch Varianten, wo wir ja, Luftfeuchtigkeit abschalten. Ihr müsst euch vorstellen, wir haben ja immer zwei verschiedene Auslässe in jedem Raum. Das ist hier der Bereich, wo die Luft angesaugt wird. Ne? Und auf der anderen Seite, das könnt ihr jetzt nicht sehen, haben wir den Bereich, wo die frische Luft eingeblasen wird in den Raum. Also hier wird die verbrauchte Luft angesaugt. Grundsätzlich in jedem Haus, in jedem smarten Haus gibt es natürlich eine Lüftungsanlage. Die wird gesteuert. Die kann einerseits zeitgesteuert sein und die kann andererseits, wenn ihr jetzt in ein Bad reingeht, in den Wellnessbereich reingeht, kann das sein, dass die Luftmenge erhöht wird. Ne? Also damit ihr so ein bisschen die Luftfeuchtigkeit rauskriegt. Die Lüftungsanlage kann nachts auf einem sehr niedrigen Level laufen und die Lüftungsanlage kann natürlich bei Nichtanwesenheit, ihr seid in Ferien, im Urlaub, da kann es natürlich sein, dass hier die Lüftungsanlage sogar zeitweise deaktiviert ist. Würden wir es nicht empfehlen, aber man kann es machen. Man kann dadurch einen Bruchteil an Energie kann man wieder sparen. Also diejenigen, die jetzt wirklich auf allerhöchste Energieeffizienz schauen, kann man die Lüftungsanlage wirklich so ansteuern, wie es manuell überhaupt gar nicht möglich wäre. Und es gab ja schon von euch eine Reihe von Anfragen. Ja, zeigt doch mal, wie ist die Langzeitqualität von so einer Lüftungsanlage? Wie sieht das Ganze aus nach 3 Jahren, nach 5 Jahren? Wir können euch jetzt zeigen, wie die Lüftungsanlage nach 11 Jahren aussieht. In der Zeit ist die Lüftungsanlage im Dauerbetrieb gewesen und es gab keinerlei Ausfälle. Das ist ja auch schon mal, also das ist, ich finde es schon mal beachtenswert, dass die Lüftungsanlage, dass es keine Probleme gab, dass die Steuerung und dass der ganze Betrieb vollkommen geräuschlos lief. Also im wahrsten Sinne des Wortes. Und naja, es gibt immer wieder die Anfragen von euch, ja, bilden sich da Keime, bildet sich da Schimmel, was auch immer. Wir haben jetzt einfach mal hier vorne, das ist immer so dieses Endstück. Wir nehmen das einfach mal ab. Und ja, also was man hier schon sehen kann, ist, dass sich hier so Schmutz abgelagert hat, also Staub über die vielen Jahre. Ne, das könnt ihr auch mal hier vorne nochmal sehen an der Düse, ne, an diesem Eingang. Aber ansonsten selber in den Rohren, die Rohre sind ziemlich sauber, sind ziemlich blank. Und ja, also da müssen wir sagen, sind wir sehr zufrieden mit dem, was wir hier auch sehen nach der langen Zeit. Und ja, nach dem Dauerbetrieb. Was natürlich die Möglichkeit ist, das ist jetzt hier, wie ihr das hier habt, das ist hier eine Lüftungsanlage, die im Sichtbereich ist. Also man kann die Lüftungsrohre so installieren, gerade bei großen Räumen. Die kann man natürlich auch in den Wänden unterbringen. Das könnt ihr genauso tun. Man kann sie auch im Sichtbereich einsetzen, wie wir es hier gemacht haben. Und ich muss sagen, ich bin ziemlich zufrieden nach dieser Zeit, wie die Lüftungsanlage oder wie die Düse hier aussieht. Man kann hier vorne auch noch den Querschnitt einstellen, was hier an Luftmenge angesaugt werden soll. Ne? Also, oder die, ich sag mal so, die Durchflussgeschwindigkeit kann man einstellen, weil die Luftmenge ist ja konstant. Ne? Weil die ist ja über die Lüftungsanlage im Technikraum wird die Luft angesaugt und dann über die gesamte Verrohrung im Haus, in jedem Raum befindet sich dann hier so ein Diffusor. Was für euch vielleicht nochmal zum Verständnis wichtig ist, was so eine Lüftungsanlage leistet. Also so eine Lüftungsanlage für ein 200 Quadratmeter Haus, die macht in der Grundstufe 150 Kubikmeter
Luftvolumendurchsatz pro Stunde. Ne? 150 Kubikmeter pro Stunde sind 3750 Kubikmeter am Tag. Warum macht die Lüftungsanlage das Ganze? Weil ihr eben keine Fenster mehr öffnen müsst, ne? Und dadurch immer frische Luft habt, weil sie wird ja gefiltert. Und ja, die läuft so, der Volumenstrom, der ist, also die Strömungsgeschwindigkeit so gering, dass ihr das gar nicht spürt. Also Zug oder sowas ist gar kein Thema. Allergiker, alles kein Thema. Ne? Also wenn ich Allergiker bin, dann brauche ich eine Lüftungsanlage. Ich muss nicht Allergiker sein, um eine Lüftungsanlage zu nehmen, ne? Ist klar. So, also 150 Kubikmeter pro Stunde sind 3750 Kubikmeter am Tag. Und jetzt müsst ihr mal euch überlegen, die Anlage ist jetzt 11 Jahre gelaufen. In den 11 Jahren hat sie 15 Millionen Kubikmeter gefördert. Und dann haben wir den Zustand, wie wir ihn hier gerade gesehen haben, nach 15 Millionen Kubikmeter. Also da muss man wirklich sagen, also das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Natürlich wurde der Filter alle Vierteljahre getauscht unten. Ne? Also diese Filter sind ja immer zwei Filter, die wir haben. Und ich finde das große Klasse. Ich finde, das spricht auch für eine Lüftungsanlage. Auch der ganze Zustand. Ne? 15 Millionen Kubikmeter. Das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Ein Kubikmeter ist ja ein Meter mal ein Meter mal ein Meter. Ne? Das müsst ihr vorstellen. Und dann 15 Millionen sind in 11 Jahren von dieser Lüftungsanlage durch das Haus gefördert worden. Das ist das Fördervolumen. Wir haben jetzt einen Durchschnittswert genommen. Selbstverständlich, wenn ihr jetzt eine größere Lüftungsstufe einschaltet, wenn wir jetzt irgendwie in einem Wellness-Sauna-Bereich, Badbereich sind, um da auch die Luftfeuchtigkeit rauszukriegen, dass irgendwie Schimmel sich bildet, da ist natürlich der Volumenstrom größer. Aber die 150 Kubikmeter pro Stunde, das ist der Durchschnittswert, den wir für die 11 Jahre angenommen haben. Aber was wir wirklich feststellen ist, dass viele, viele Lüftungsanlagen, also das haben wir querbeet schon unabhängig vom Hersteller gehört und gesehen. Ne, gesehen. Wir sind ja diejenigen, die dann, wenn es um die Gebäudesystemtechnik geht, nach einer Weile kriegen wir dann immer wieder so ein bisschen Feedback, was da eigentlich ist. So Leute, und was wir euch wirklich sagen müssen ist, was geht an diesen Lüftungsanlagen kaputt? Die Rohre bleiben sauber, ihr braucht keine Angst haben, dass irgendwelche Schädlinge oder irgendwelche Luftfeuchtigkeit irgendwo absetzt, dass sich Schimmel bildet, das nicht. Was ich auch selber schon oft erlebt habe, ist, dass die so nach ein paar Jahren anfangen, Geräusche zu machen. Die Geräusche, die rühren von den Lüftern her. Ne? Also in der Lüftungsanlage sind ja mindestens 2 Lüfter untergebracht. Das sind meistens größere Lüfter und was dort ausschlägt, sind die Lager. Und das zeige ich jetzt euch nochmal, weil das wirklich ein Thema, das ist ein Problem im Dauerbetrieb. Und den Austausch dieser Lager, das ist ja offiziell von den Herstellern, das ist ja überhaupt nicht vorgesehen. Ne? Also da müsst ihr eigentlich den gesamten Lüfter austauschen. Ne? Und ich sage jetzt nicht den Hersteller, von wem diese Lüfter sind, weil es weicht ein bisschen ab, aber wir haben so ein bisschen eine Vermutung, dass das Ganze bei einem Hersteller sich konzentriert. Und wer ein bisschen geschickt ist, der kann natürlich dieses Lager, das zeigen wir euch jetzt mal, dieses Lüfterlager kann man auspressen und wieder neu einsetzen. Und das ist wirklich mit wenig Aufwand, kann ich mir so ersparen, dass ich den Lüfter oder beide Lüfter, es macht natürlich Sinn, beide Lüfter innerhalb der Lüftungsanlage zu tauschen. Ne? Und ja, so ist es meistens außerhalb der Garantie passiert das. Und das finde ich jetzt nicht ganz so schön. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir freuen uns auf einen Daumen und der nächste Beitrag kommt in Kürze. Da sind wir auch wieder im Detail. Wir haben ja immer 2 verschiedene Ebenen an Beiträgen. Der eine Beitrag, der geht mehr so konzeptionell, planerisch, strategisch. Das ist so die eine Art Beiträge und die andere Art ist halt, wo wir in die Details gehen. Das kann also Elektrotechnik, Gebäudesystemtechnik sein. Das ist ganz unterschiedlich. Wir freuen uns auf den Daumen. Bis zum nächsten Mal. Wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, dann die Glocke nicht vergessen zu drücken und ein Abo. Tschüss!